sind wir unterwegs und wir suchen ja, Werbepartner, die uns begleiten auf der Stade Rally. Das ja. wird ja eine tolle Geschichte wie letztes Jahr. Ne? Auch, ja, war ein toller Tag. Und ja. das wiederholen wir nochmal. Das machen wir nochmal genauso. Mhm. Ja. Den fahre ich mal bei der Königin an. Ja, so ja. einfach heute für den Beginn. Ne? Scheiße, wo ist das jetzt hingehen? Ja. Aber treten wir das Sponsor jetzt auf den Boden. Ja, müssen wir nochmal. Königin, ja, den sieht man ja gar nicht. Also. Das habe ich schon von vorne hergestellt. Da müssen wir jetzt doch nicht rein. Die habe ich gleich vorne war. Also. Super. Aber die Unterstützung von den Kämpfer-Kriegen, die wir noch doch noch gut gemacht haben, ist super. Super, gut, das war ich. Na, als besonders. Ja, schön. Und das ist auch jemand, der uns unterstützt, ja? Ja, der hat drei Betriebe im Kreis Stade mit Skoda mhm. in Wiepenkarten, Hasefeld-Hollenbeck, da hat er auch VW und in Buxtehude. Und überall schleppen wir die Königin mit hin. Überall schleppen wir und den Egon Müller. Ja. Ja, wir wollten noch einmal ganz kurz den Chef des Hauses vorstellen. Vielen herzlichen Dank, dass wir auch hier sein dürfen in diesem ja, ganz tollen Ambiente. Das ist ja alles relativ neu hier, ne? Das ist relativ neu, ja. 2 Jahre alt. Ja, dann wünschen wir weiterhin. Ist nach den Vorgaben Skoda gebaut worden. Ah ja, okay. Ja, die haben ja Bestimmung und das muss alles, das Ambiente stimmen und so weiter, ne? Die haben ja auch unheimlich aufgeholt, die Fahrzeuge, die sind wunderbar. So ist es, mittlerweile E-Mobilität. Ja. Und vielen herzlichen Dank, dass wir auch hier dabei sein dürfen. Ja, gerne. Dritte Station. Der Klaus scheucht uns hier durch Buxtehude. Wahnsinn. Aber jetzt haben wir hier einen Fachbetrieb, den wir besuchen, dass wirklich ja, die etwas verstehen von der Motorentechnik. Was ja in den wenigsten Fällen noch gemacht wird. Motoren, Zylinderstreifen, Kurbelwellenschleifen, sowas macht ihr alles. Genau, ja. Davon lebt ihr. Davon leben wir. Ja, das schleppen wir 45 Jahre. Und toll finde ich, dass ihr auch so ja, engagiert uns zu unterstützen in der Rallye. Vielen herzlichen Dank und immer wieder gerne hier. Ein picobello geführtes Unternehmen und natürlich verehrt sich hier auch ab und zu mal ein Porsche. Die gehen auch kaputt, ne? Ja, das kommt auch vor, ja. Ja, und was habt ihr an diesem Motor zu machen? Der wird heiß gemacht, der kriegt 4 Liter. Oh! Mhm, das wird so ein Spezialbau. Also Tuning auch? Genau. Super. Ja, peinlich genau wird hier ein Zylinderkopf montiert. Das sieht richtig nach Arbeit aus hier. Aber umgeben kann er wieder ein bisschen drehen. So, und damit alle Leute wissen, wovon ich rede. Hier wird richtig gearbeitet. Ihr habt überhaupt gar kein Problem, auch die Motoren komplett neu instand zu setzen. Ne? Überhaupt nicht, nein. Die meisten Sachen sind immer noch lieferbar, ersatzteilmäßig, ja. sonst wird es angefertigt. Ja. Hier werden Kurbeln bearbeitet, geschliffen. Ja. Und ansonsten ist hier reines Maschinenbearbeitungszentrum sozusagen. Mhm. Und in der anderen Halle, wo wir eben waren, da wird die Montage, Endmontage komplettiert. Ne? Ja. Und ich sehe, da hinten wird nochmal ein Kopf gemacht, das schauen wir uns auch nochmal an. Ja. Investieren muss man permanent, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ne? Das ist richtig, ja. Und meistens kommt es so überraschend, wenn man nicht damit rechnet. Es ist einfach so, ja. Die Maschine ist zwar noch umgezogen, die alte Maschine mit umgezogen vor 3 Jahren, aber um der Entwicklung irgendwie mit auf der Strecke zu bleiben, beziehungsweise immer daher zu sein, müssen wir regelmäßig dann auch Geld in die Hand nehmen, um auf dem Markt konkurrieren zu können. Ne?
So, dann sage ich nochmal herzlichen Dank. Ja, gerne. Du bist immer willkommen. Dankeschön. Ich mach ihn smart, bitte. Nee, der kommt nach oben. Der kommt nach oben. Nur am Rumgacker, die Truppe da. Ja, Klaus, du peitschst uns hier durch die Gegend. Was ist das jetzt für ein Punkt, den wir ansteuern? Unilever. Unilever ist ein ganz großes Unternehmen. Unilever hat in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen und ist weltweit bekannt. Aber in Buxtehude, das Werk klappt absolut top. Dank der ganzen Organisation von oben. Ich kenne eigentlich nur Helmut Willun, den Leiter mit von Unilever in Buxtehude. Ja, das ist immer, du schenkst uns wieder so ein schönes Lächeln, da macht das Arbeiten auch Spaß und all der Stress, der macht uns nichts mehr aus. Das ist richtig. Klaus sichert schon die besten Plätze. Frau Polak, herzlichen Dank, dass wir hier gastieren dürfen. Sehr nett von Ihnen. Ja, ab und zu muss man auch mal Nahrung aufnehmen, ne? Ja. Um wieder Energie zu haben für die nächste Runde, ne? Schönen Dank dafür, bei Unilever zu sein. Dankeschön. Ne? Aber du hast aber auch mächtig Hunger drauf, ne? Doch, das geht. Wir haben ja schon so viel zu essen gehabt. Ja. Wenn wir das alles gegessen hätten, dann würde es jetzt nicht mehr schmecken. Das ist die fröhliche Runde, hier nochmal. Und jetzt haben wir uns hier gestärkt und jetzt geht's weiter. Bei Unilever. So, die ganze Truppe jetzt hier vor dem Stadthaus, also sogenanntes Rathaus. Das ist doch das Rathaus hier. Und was hast du hier für eine Kontakt? Hier besuchen wir die Bürgermeisterin Oldenburg-Schmidt zu einem Fototermin. Mehr Zeit hat sie heute. Wir sind die Verrücktesten hier im Fahrstuhl. Das ist kam jetzt etwas spontan, aber wir machen alles möglich irgendwie. Und insofern denke ich, können wir rausgehen, wollen wir nach draußen am Flur, dann macht sich das sicherlich besser. Das Licht besser. Ja, oder vorne wir gehen, wir gehen mal ein bisschen ans Licht, dann kann man das. Was haben Sie heute Morgen gesagt? Also ich habe heute Morgen dem Kollegen Dessel erzählt, dass heute Mittag Egon Müller zu Besuch kommt. Und da sagt er, das ist sofort, da muss ich dabei sein, das ist sensationell. Mich verbinden so viele alte Geschichten. Und habe ich gedacht, die erzählt er jetzt auch. Und deshalb lächelt er mich immer so freundlich an. Genau. Vielen herzlichen Dank. So, wo kommen Sie her? Aus Schwarme. Und ich bin, als ich so groß war, mit Egon Müller groß geworden. Auf im Schwarmerbruch. Kasperrennen. Genau. Genau, ja. Da bin ich um mein Leben gefahren. Ja. Ja, wirklich. Auch ab und zu unter der Grasnarbe lang. Ja, aber immer auf einer guten Bahn. Ja. So, wollen wir dann auch noch ein bisschen arbeiten hier? Wir sind ja, ja nicht nur zum Spaß hier. Wir machen jetzt ein paar schöne Aufnahmen. Ne? Große Ehre, wie der Klaus, was du alles organisierst, sogar im Rathaus hier. Und dennoch neben so Persönlichkeiten hier wie die Bürgermeisterin. Wunderbar. In der Hansestadt Buxtehude. Das Wahrzeichen Buxtehude, Hase und Igel. Da müssen wir natürlich auch noch vorstehen, ist doch ganz klar. Die Hansestadt Buxtehude, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. Meine Damen. Oh, nächster Punkt. Kfz-Sachverständige. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Ne? Aber du bist auch schon ein bisschen auf dem Plattfuß, ne? Ja, du, das ist auch anstrengend mit Klaus. Und mit dir ja auch ein bisschen, ne? Ja, und Klaus, der scheucht uns hier. Ich weiß nicht, wo der die Kondition hier nimmt, der alte Klaus. Macht ja auch was. Und? Hallo, Egon. Hallo. Ja, der Digga, kickst du, wa? Ja, wa? Da sind so ein paar Autos bei, so würde ich gerne mal einigen. Ja. Und ich sehe nur welche, die ich schon mal hatte. Ach so, die Nummer, Das ist das Markenzeichen. Küss. Wir kommen jetzt vom Rathaus.
Egon, wir sind hier bei einem Sponsor, der von Anfang an dabei ist, seit 2007. Und deshalb besuchen wir den heute mit Egon Müller, der Blütenkönigin aus dem alten Land, Marina Tiger. Und wir freuen uns, dass ihr beide heute dabei seid, um uns die Sponsoren gut bei Laune zu halten. Ja, und das ist dieses freundliche Gesicht, das ist der, mit dem man sich immer gut stellen muss. Also es ist ja nur so, wenn ich zum TÜV fahre, habe ich immer so ein schlechtes Gewissen. Das gibt's gar nicht. Aber bei uns auf dem Land ist das ja so ein bisschen, da könnt ihr ruhig mal eine halbe Sau kosten oder so. Guck mal, Stempel. Du hast immer ein Loch da unten im Trittbett. Du muck trotzdem mal den Stempel rum. Das gibt's natürlich nicht hier, ne? Nee, sowas gibt es. Sowas gibt's nicht. Wir arbeiten hier direkt nach Vorschrift. Super sauber. Die zwei haben gemeinsam ein Hobby, die Yacht. Ja, haben genau. Auch einen Hund. Stimmt, ja. Ein Yachthund. Ein sogenannter Yachthund. Der alte Hund ist leider verstorben, der kannte mich schon sehr gut, war auch ja, anhänglich. Der wollte mich gar nicht wieder weglassen. Genau, jetzt haben wir einen neuen Hund. Ja. Und, wie man hört, die mag da oben noch nicht alleine sein. Und die hat in 4 Wochen ihre erste Prüfung und ist im Moment super nervig. Aber es wird besser, jeden Tag. So, Klaus, erzähl mal, was ist das hier für ein Zwischenstopp? Das ist hier ein Zwischenstopp in Buxtehude, wo die erste Rallye auch mit ausgetragen wurde 2007, wie man auf dem Schild sieht. Uwe und Angela Nehring, die erste von Anfang an dabei waren. Von Köstheim. So, ihr beiden Hübschen, jetzt könnt ihr auch los. Ja! Mühlenbäckerei Schmacke. Okay. Bitte einmal durchkommen. Und das ist Egon Schmidt. Egon Müller. Egon Müller. Egon Schmidt. Ich bin der Egon, hallo. Egon Schmidt und Dirk Müller, ja. Sonntag bringt ihr den. Gibt aber ja auch noch einen Dirk Müller, ne? Nein, machen wir gleich. Ja, wahnsinnig. Um eins ist der Teigmacher dann. Das sind ja Backstraßen hier, Mensch. Nee, das ist eine moderne Handwerksbäckerei jetzt hier. Das ist keine Industrie hier. Das ist eigentlich so Standard heutzutage. Also gibt auch kleiner, es gibt aber auch größer. Ne? Also, okay. Ist auch noch höher. Ja. Und der das Ganze hier baut, der kommt aus Barksee. Gerd Wiebusch, darf man ja sagen, nicht? Ja. Seit wann baut ihr beide zusammen? Der hat mein Haus gebaut, damals, das ist 20 Jahre her. So, was ist das jetzt? Das ist ein Brotofen. Und so geht die Klappe aus. Mal, so einen albernen Verein habe ich noch nie erlebt hier. So was Albernes heute. So, was ist das jetzt für eine Abteilung? Also hier ist Teigmacherei. Hier sind die Rezepte drin, die Rezepte werden aufgerufen, das Rezept wird umgerechnet, wie viel Stück muss ich haben. Und das kommt dann hier drauf? Dann drückt man da drauf, dann wird hier, kommt das Mehl rein, das wird automatisch gezogen. Hier wird das Wasser temperiert in Eiswasser, in warmes Wasser, in kaltes Wasser und halt in Eiswasser. Das rechnet er automatisch aus und eine Temperatur, überall Temperaturfühler drin, im Mehl ist eine Temperaturfühlung, im Wasser. Also wir haben überall Temperaturfühler, damit der Teig nachher eine Temperatur von 24 Grad hat bei einem Brötchen. Jetzt habe ich wieder was kaputt gemacht, aber egal. Und dann alles, was eckig ist. Eckig, Saaten oben, Saaten unten, mit einem Schnitt, ohne Schnitt. Das läuft darüber. Über diese Anlage läuft alles, was rund ist. Oben Stempel rein, geschnitten oder nicht geschnitten. Das geht da rein. Und da in der Mitte, wo der Imperator draufsteht, das ist kein Kreuzfahrtschiff, das ist ein Abwieger, der Teige abwiegt. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns vom Mühlenbäckerei Spacke. Ja. Schön rund, dass ihr beide sein dürft. Ja, gerne. Ich komme gerne wieder. Vielleicht sehen wir uns am 31.03. in Stade. Ja, nächste Fotosession, jawohl. Hallo. Und mein Name ist nicht Hase. Und hier bringt es nichts, wenn man hier reinkommt und sich beschwert.
Nein. Weil die Damen, die schauen einen so lieb an, da würde ich nicht mehr meckern. Wichtig, es gibt keinen Grund, sich zu beschweren bei uns. So. Die Preise stimmen, ne? Absolut. Haben wir gerade eben von der Bäckerei Schmackes zu hören gekriegt. Ja, dass sie zu günstig sind. Dass die Strompreise stimmen. Das hat gut geklappt dann mit der Störung. Egon, was möchtest du haben? Ich hätte gerne ein Werbegeschenk in Form von einem 12-Volt-Stromguthaben. Komisch, dass ihr noch gute Laune habt. Ja, was Mutter hat Mut. Genau, das denke ich auch. Ja, warum ist es versuchen, bevor es draußen dunkel wird? Ja, ich glaube, je länger wir jetzt das rauszögern, desto größer ist die Gefahr immer noch hier, wenn Rede und Antwort sehen. Genau. Wir laufen nicht mehr. Sabine kann man auch im Dunkeln, ja. Landet in Geest natürlich hier vor der Volksbank, Klaus. Das hat was ganz Besonderes auf sich. Ja, seit 2010 ist die Volksbank Geest Atensinn. Früher war es noch Hasefeld, nee, oder? Schon länger her, aber seitdem sind die Sponsor bei uns. Und deshalb besuchen wir heute den ganzen Tag Sponsoren und sind jetzt in Atensinn. Ja. Klaus, ist das jetzt die letzte Station oder die vorletzte? Wie bitte? Die letzte oder die letzte? Nein, das ist die drittletzte Station. Die drittletzte Station. Ja, herzlich willkommen. Unser Ehrengast. Dankeschön. Grüß dich. Hallo. Udo, du hast zwei. Ja, die kenne ich. Sie ist bezaubernd. Ihn sehe ich vielleicht einmal in meinem Leben. Ja. Wir haben die Blumenkönigin. Ja. Komm mal, oder hier. Nee. Und grundsätzlich, aber 2 Minuten. Gucken wir uns das alles nochmal an, aber die Geschichte ist letztendlich, dass wir als kleine Schmiede von Ohren sind, hier nach Barkstedt gegangen sind, von der Stadler Saarzug, die Trocknung hier gekauft haben, erworben haben und jetzt ein moderner mittelständischer Betrieb sind. Das darf man so sagen. Das zeige ich euch noch und wir machen gerne Werbung für die Niederelbe Classics. Da haben wir in ein paar Jahren ein gutes Miteinander. Und kennen uns und sehen uns und schätzen natürlich dann auch die Promis, die dann kommen, heute sogar hinter der Kamera stehen. Ja, die müssen auch noch arbeiten. Ja. Heiko hat früher mal bei der Spark und Danielskasse und Volksbank Hasefeld. Hasefeld gearbeitet und wir kennen uns schon länger aus jugendlichen Zeiten. Er war auch mein Onkel. Leider nichts von dem Onkel geworden. Aber war ja und wie er bei der Volksbank gearbeitet hat, hat er sich dann gleich selber auch einen Kredit gegeben, ne? Ja, als Handwerker haben wir dafür gesorgt, dass wir es auch kaufen konnten. Ja. Der Bereich, in die Firma gegliedert ist, ist Wärme, Solar, Metall. Das ist unsere Aufgliederung seit gut 10 Jahren, seit 15 Jahren. So gehen wir auch nach draußen in die Werbung. Jetzt sind es eigenständige GmbHs. Wir haben 3 junge Geschäftsführer aus der Mitarbeiterschaft befördert zum Geschäftsführer. Neben Ingo und mir natürlich. Jetzt kriegen wir nicht mehr alle Leute unter. Wir haben eben gesagt 50 Leute. Wir haben aber unseren Ursprung auch in Ohrensinn ja noch. Da haben wir die Solarabteilung. Also Solar ist in Ohrensinn angesiedelt. Hier sind die Metaller tagsüber, morgens die Heizungsbauer und jeder hat seinen Spind und dann ist die Bude auch voll. Dirk, du hast ja deinen Motocross-Rollstuhl mit, ne? Ja. Egon, hier ist das Interessante. Hier liegt 30 mm Stahl, Rolf, ist das gut geschätzt? Ja. 30 mm. Bis 40 mm können wir und das ist eben gewerblich natürlich. Wir können auch mal so einen Tannenbaum machen, aber grundsätzlich geht es darum, dass wir hier CNC gesteuert im PC eingespielt Sachen machen, die wir sonst mühselig hätten uns erarbeiten müssen, kann man ja sehen. Und das brennen wir hier. Das sind Brennschneidmaschinen, Laser gesteuert und CNC. Also das ist einfach moderner, das haben wir schon sehr lange und das war sozusagen der erste Fortschritt in die Zukunft hier. Das ist ja so, und dieser Tannenbaum ist ganz was Besonderes. Und dann brennt er. Der ist sauber geschnitten. Ja, das ist CNC. Und packt der Vater noch mit an? Vaters macht alles hier. Bloß nicht arbeiten. Zurzeit saniere ich den Fußboden. Genau, er hat den Fußboden hier gemacht. Bei ihm ist das nämlich keine Arbeit, sondern ein Hobby. Ja. Ach so, ja. Sonst wäre er unterbezahlt. Ja. Unterbezahlt. Ja, auch nicht schlecht. Das muss ja alles während der Arbeitszeit sein. Die Stadler Saarzug, das war ja eine Wohnung. Da ist die Schlosserei, das Geländer und Balkone und Treppen. Und hier sind die großen Sachen Stahlbau. Also das war früher unsere große Halle hier. Und dann irgendwann kam man unsere Grenzen, das sieht man ja. Also allein jetzt so ein Ding, da haben wir, wie gesagt, 20 Stück von, das passt hier gar nicht rein, ne? Für deutsche Schauspieler. Aber ich bestimmt nicht.
So, was ist das hier für eine Wahnsinnszeichnung? Das ist die selbst konstruierte Treppenwange von dem und dem Projekt. Und also jedes Konstrukt, was wir machen, wird von meinem Bruder als Ingenieur selbst entworfen und gezeichnet. Und das ist die Kunst, dass wir eben keine Subis haben. Wir sind zertifiziert. Großer Schweißnachweis. Ne? Und müssen alles dokumentieren. Genau. Wer geschweißt hat, wo die Charge herkommt und. Ne? Das ist für den kleinen Handwerksbetrieb eben das Problem. Fußbodenheizung, ne? Die haben wir 100 Jahre Geburtstag gefeiert. Mein Bruder und ich sind 100 geworden, haben wir mit 400 Leuten gefeiert hier. Ja. Und das Spanferkel. Das war mal so. Und dann die Wärme sitzt unterm Dach, wenn du oben bist. Hier haben wir schöne Wärme und hier können wir arbeiten. Also hinten liegen 100 Tonnen Stahl. Hier haben wir die CNC-Brennschneidestation. Also die Säge, aber die bohrt auch. Und die Bohrsägeautomat. Bohrsägeautomat, kostet so viel wie ein Einfamilienhaus. Halt mal Seiten zu bedienen, also die Bohrt von allen Seiten. It's very interesting, isn't it? Ja, sehr. Also diese gewaltigen Stahlarbeiten, das ist ja etwas ganz Besonderes. Worauf kommt es jetzt genau an oder was ist jetzt zum Beispiel dieses Material, wofür wird das verwendet? Ja, hier, das wird ein Stativ, da werden die Gehäuse von den Windkraftanlagen drauf abgelegt und bearbeitet. Ja, ne? Da werden dann die Löcher gebohrt und. Ja, um die zu bewegen, bauen wir diese Dinger. Ja. Das ist ein ordentlicher Auftrag auch, ne? Ja, hier kann man noch mal eben etwas besser sehen. Ja, genau, ne? Jetzt sieht man das genau. So. Genau, von Papier auf Stahl. Klaus, Mensch, was du für Leute kennst, das ist ja ein Vorzeigeunternehmen hier. Langer Tag, ne? Ja. Hallo, hey. Petra, hallo. Neue Jacks. Ich habe bei Hubs gewesen, das ist ja auch was für Egon gewesen. Hubs, ja. Nee, das ist natürlich was für ihn. Ne? Ja. Und, aber sowas hier ist ja auch was. Wollen wir da mal einen kleinen Rundgang machen? Ja, ja. Genau, auf jeden ich würde Fall. Gerne mal die Spritzkabine sehen. Ja, aber ich wollte mal ein Foto machen. Ja, hier ist eigentlich nur das. Meiner Eltern und das ist die alte Werkstatt. Und diesen Zwischenbau hier, den haben wir jetzt vor einem Jahr hier angesetzt, weil wir hier eine Direktdialogannahme haben wollten. Und das war eigentlich für uns ganz wichtig, damit der Kunde hier im Trockenen sein Auto abgeben kann. Ja. Fahren wir das Auto auf die Bühne und dann können wir das hier besichtigen und auch fotografieren. Deswegen haben wir hier auch vernünftiges Licht gemacht. Da darf man gar nicht reingucken. Hier werden auch, das ist zum Beispiel unser neuestes Gerät, da werden die Fahrerassistenzsysteme mit justiert. Also die Kameras, die unten verbaut sind, vorne, hinten, für die Fahrzeuge, die auch mal schon mal alleine fahren können. Da muss also jedes Mal die Kamera neu justiert werden, wenn das Fahrzeug einen Unfall hatte. Gleichzeitig muss eine Achsvermessung gemacht werden. Also erstens, da haben wir eine Achsvermessung von der Firma Hörmann. Da wird die Achse wird vermessen, die muss also auch gerade sein. Und nur dann können auch die Kameras justiert werden. Also es nützt nichts, wenn die Achse schief ist, ja, und die Kamera ist nachher gerade, dann funktioniert das nicht. Auch da sind Kameras verbaut und wenn die Windschutzscheibe nicht richtig eingesetzt wird, dann guckt die Kamera nicht dahin, wo sie soll, deswegen wird sie nochmal eingeführt. Also, wir sind jetzt hier im vorderen Bereich der Halle, hier werden die Fahrzeuge montiert, alles nur kleinere Schienen, die größeren Schienen werden in Stade in unserem etwas größeren Betrieb gemacht, da ist auch eine Richtbank. Hier werden Schäden so bis 7.000, 8.000 Euro repariert. Wir können hier ruhig mal durchgehen. Wir haben hier ungefähr einen Durchlauf hier in Hasefeld von 60 Fahrzeugen die Woche. Die Woche? 60 die Woche. 60? 60 Fahrzeuge die Woche. Deswegen ist das in Hasefeld. Nur in Hasefeld. In Stade sind es etwas weniger, weil da die Schäden größer sind. Ne? Also wir teilen das schon so ein bisschen nach Schäden auf. Ja, hier sind so die kleineren und in Stade die
die größeren. Buxtehude ist so ein bisschen Mischmasch. Deswegen haben wir, deswegen musst du hier Kontrolle haben über die Ersatzteile, weil wenn du alles auseinanderbaust, dann hast du einen großen Haufen und dann kriegst du die Autos nicht wieder zusammen. Deswegen haben wir alles in solchen Gitterwagen mit Foto des Fahrzeuges, mit dem Auftrag dran. Da sind die ganzen Ersatzteile drin und die liegen auch hier drauf. Da kommen dann die alten Ersatzteile wieder rauf und dann holt man sich die neuen runter. Das ist extra eine UV-Lampe. Ja, das ist so rötlich. Ne? Und damit wird heutzutage der Füller bzw. der UV-Primer getrocknet, damit das alles ein bisschen schneller geht. Jeder Mitarbeiter hat so einen Wagen mit Staubsauger dran. Da hat er sein komplettes Material drauf, dass er nicht irgendwo hinlaufen muss und sich alles zusammensucht. Er hat alles auf so einem Wagen. Maske, alles was man so braucht, ist hier drauf. Ja, Felgen machen wir auch. Wieso mit Krankenschwestern? Ich hätte auch mal so einen Wagen. Ja? Ja, so, ja. Oder die reine Frau. Ja, genau. Eigenverantwortlich. Ne? Ja. Ja. Hier ist jetzt, sind wir jetzt praktisch so übergangslos in die Lackiererei gegangen. Hier ist kaum noch Staub, weil es wird alles abgesaugt. Einmal durch den Fußboden, dann haben wir hier oben die Zuluft. Alles wird mit Staubsaugern, wie ich eben schon gesagt habe, mit den Staubsaugern, mit Elektroschleifern abgesaugt. Die stauben noch weniger wie Druckluft. Das sind reine Spot-Repair-Kabinen, das heißt für Kleinschadenreparatur. Hier wird höchstens Kotflügel, Tür drin gemacht. Das Fahrzeug kommt da rein, wird da auseinandergebaut, wird dort vorbereitet, wird dort lackiert, wird dort wieder zusammengebaut und ausgeliefert. Alles in einem Raum. Das ist vor allen Dingen auch für Elektrofahrzeuge, für die Zukunft, weil wenn Elektrofahrzeug stromlos ist, also es ist kaputt und hat keinen Strom mehr, kannst du es nicht mehr bewegen. Dann ist Schluss. Und dann heißt es, wenn es irgendwo steht, kannst du nicht reparieren. Deswegen, um die nicht transportieren zu müssen, wird das alles in diesen Spot-Repair-Kabinen gemacht. Das ist jetzt so ein typischer Schaden, ein Smart-Repair, wo die Stoßstange nicht ganz lackiert wird, sondern nur eine Ecke. Dort wird das Fahrzeug mit diesem Einradheber hochgehoben und der Mitarbeiter arbeitet das Fahrzeug von Anfang bis Ende hier fertig. Er schleift es, er montiert es, er lackiert es nachher selber, er poliert es und fährt das Fahrzeug dann dort hinten durchs Tor wieder raus oder auch rein. Das heißt, wir müssen hier nie durch die Werkstatt durch, wir können das immer von außen beschieben. Ja, hier sind wir jetzt im Bereich der Karosserieabteilung. Hier werden Ausbeulearbeiten durchgeführt. Deswegen haben wir es hier so ein bisschen abgetrennt, weil es hier auch mal lauter werden kann. Deswegen ist der Teil der Werkstatt so ein bisschen für sich. Hier haben wir die modernsten Ausbeulgeräte für Blech und Aluminium. Und hier wird auch zur Not mal ein Schweller eingesetzt, aber eigentlich ist es nur zum Ausbeulen. Weil, wie gesagt, die großen Schäden werden in Stahl repariert. Extra für Aluminium. Ja. Wahnsinn! Ja. Alleine diese Spezialwerkzeuge und jeder hatte ja in seiner Abteilung die entsprechenden Werkzeuge. Ne? Genau, jeder hat sein entsprechendes Werkzeug auf seinem Arbeitsplatz und muss sich da auch mit auskennen. Das ist natürlich wichtig, es nützt dir nichts, das beste Werkzeug, wenn du nicht die Mitarbeiter dafür hast. So, jetzt sind wir hier im Farblager. Wir sind gerade noch so ein bisschen am Umbauen hier, weil wir noch Eckschutz reinbringen müssen. Aber hier werden die ganzen Farbtöne für alle möglichen Fahrzeuge angemischt. Da haben wir Farbmuster, hier sind die Wagen und je nachdem holt man sich das Rezept daraus und mischt dann die Farbe an. Wir haben zwei Farbton-Messgeräte. Wir gehen mit diesen elektronischen Messgeräten an die Fahrzeuge draußen und messen den Farbton genau aus. Ist ja auch ein bisschen kleiner Ausbleicheffekt da. Den kompensiert man eben halt in der Messung. Ne? Genau. Genau, und dann kann man den rausmessen und dann wird ein Kontrollblech gespritzt, dann wird nochmal das Kontrollblech gemessen und nochmal das Auto und wenn das zu 95% stimmt, dann passt der Farbton. Wir fertig sind mit Umbauen, aber ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Farbtöne es im Moment gibt, aber ich habe an die 70.000 verschiedene. Das genauso hinkriegt. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jedes Mal messen. Ja. So, wir sind in der großen Spritzkabine. Wir haben das alles so ein bisschen geschützt mit so einer Folie hier, damit das nicht alles so versaut. In dieser Anlage, die ist 8 Meter mal 4,50 Meter, können wir, wenn wir das wollen, 4 verschiedene Farbtöne in einem Lackiergang machen. Das heißt, wir können hier rot lackieren, hier weiß lackieren, hier silber lackieren und, das geht. Und hier schwarz lackieren. Ja. Wird alles abgesaugt. Weil wir mit dem Druck so arbeiten und hier so eine Absaugung ist, dass das kein Problem ist.
und wäscht die Autos. Deswegen haben wir jetzt oben so einen Kreisel installiert für das Dampfstrahlgerät. Da kann natürlich auch das Dampfstrahlen. Dann haben wir an der Seite überall Rohre verlegt, wo wir mit den Staubsaugerschleudern rein können. Siehst du da? So, ist das jetzt mein Arbeitsplatz oder wie? Das ist dein Arbeitsplatz. Ah, okay. Ja, 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 ja. So, und dieser Tim, der hat diesen Arbeitsplatz so eingerichtet bekommen und ja. Und der fliegt im Sommer vielleicht nach Tübingen. Das ist der sogenannte Maschinenraum. Ne? So, das ist jetzt das Herzstück der ganzen Firma, auch des Bürohauses. Das ist das Blockheizkraftwerk. Habt ihr wahrscheinlich bei Fischer eben auch was von gehört. Ne? Das ist der Motor. Der erzeugt den Strom. Durch Gas. Hier entsteht eine Abwärme drin von dem Motor. Kommt in diesen 10.000 Liter Kessel. 10.000 Liter Wasser drin. Von da aus geht das einmal in die Heizung, in die normale Heizung, für die Hallenheizung und auch fürs Wohnhaus in die Heizung. Und die großen Rohre da drüben gehen in die Spritzkabine. Einmal in diese Kombikabine, in die große, in der wir eben waren. Hatte ich ja erzählt, da kommt das heiße Wasser rein, wird unten wieder abgesaugt und hat dann noch eine Wärmerückgewinnung. Das sind jetzt die Sommerwärmerückgewinnung und die haben jetzt die Winterwärmerückgewinnung drin. So dass wir auch da nochmal wieder die Wärme wieder uns zurückholen. Station 10 heute, wieder bei einem wunderbaren Betrieb und der Chef hat uns auch ganz exzellent erklärt, worum es geht hier und modern bis zum geht nicht mehr mit eigener Energieversorgung und so weiter. Ja Klaus, das ist auch ein Mensch, der uns sehr unterstützt in der Rente. Seit 2013 ist dieses Unternehmen, weil wir nur einzelne Unternehmen haben, die mit so einem Lackierbetrieb hier Pankeln, hat 6 Stationen im Landkreis Dahle und Kreis Harburg, jetzt auch schon Bremervörde oder Zeven. Und wir freuen uns natürlich, dass das immer so weitergeht mit dem Sponsoring und mal sehen, was noch kommt. So, das ist die Edelschmiede hier. Ja, Eva. Ja, mein lieber Dirk, das ist etwas ganz Besonderes. Ne? Das werden wir uns mal ein bisschen genauer angucken, was hier alles zu sehen gibt. Ne? Zu so vielen Motorrädern. Überall mal ein Schnäppchen zwischendrin, irgendjemand, der zu uns kommt und sagt, hätte ich Bock drauf, dass die bei euch landet. Super. Meine zweite Maschine. Eine NSU. Oh, mein Gott nochmal. Diese Erinnerung. Das war mein erster Oldtimer, den habe ich mit 19 restauriert. Ehrlich? Jetzt bin ich 51. Die ist seit 32 Jahren restauriert. Ja, Hammerwerte stehen auch hier. Der Wahnsinn ist natürlich die Kreidlerabteilung. Das war meine erste Kreidler, genauso wie sie hier stand. Meine hatte noch eine kleine Lampe, eine große Lampe mit einem 130er Durchmesser. Die wurde dann gekauft, um natürlich das neueste Modell zu haben. Ja, dann nachher kam natürlich die Kreidler der neuen Generation raus. Aber da war ich schon auf der Sandbahn zu finden. So, das ist der 11. Punkt, den wir hier heute angesteuert haben. Und ich sage euch eins, das ist der schönste Moment hier. Diese ganzen Gerüche, diese alten Mopeds,
die ganzen Kreidler, Synapse und NSU, der Wahnsinn. Also ich kann nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Anrufen, Termin vereinbaren und es ist die kostenlose Führung hier. Genau. Handynummer 0176 419 00570. Und die stimmt diesmal. Diesmal stimmt sie. Nicht auf der Karte. Nicht auf der Karte, genau. Aber das sind meine auch.